Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder die letzten drei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Der letzte Schwur von Nalini Singh. Das ist der 15. Teil der Gestaltenwandlerreihe und oh mein Gott, ich habe mit diesem Buch gekämpft. Ich muss sagen, ich fand die Handlung unheimlich gut und wie sich das Ganze entwickelt hat in diesem Buch, hat mir auch unheimlich gut gefallen. Aber man springt hier von Kapitel zu einem anderen Charakter und nämlich zu den 14 Charakteren, die bereits in den vorherigen Bänden vorgekommen sind. Und das ist eine ganze Menge und jedes Mal sich komplett auf den Charakter wieder einzustellen, auf den neuen, das hat mich Nerven gekostet und dadurch bin ich auch absolut nicht in die Geschichte so wirklich reingekommen. Nalini Singh hat das gemacht, damit sie die erste Staffel quasi der Gestaltenwandlerei abschließen kann. Denn hier vorne ist ein Leserbrief drin, in welchem halt steht, dass jetzt die zweite Staffel der Gestaltenwandlerei beginnen wird. Ich weiß nicht, ob das Ganze einen Zeitsprung mit sich bringt oder irgendwas. Das kann man einfach noch nirgendwo lesen, aber ich vermute es bald mal. Und ja, das war jetzt wie gesagt sozusagen der Abschluss der ersten Staffel der Gestaltenwandlerreihe. Und deswegen sind hier alle Charaktere nochmal drin vorgekommen von den ersten 14 Büchern. Und man hat von jedem Charakter nochmal ein Stück gelesen. Man konnte sich alle Charaktere nochmal angucken, was ich alle auch wieder sehr, sehr schön fand. Aber wie gesagt, es war halt einfach sehr, sehr anstrengend beim Lesen. Und dieses Buch ist mit 640 Seiten auch nicht gerade dünn, dass man es sehr schnell gelesen hat. Ansonsten, wie gesagt, fand ich die Story wieder sehr, sehr cool. Es geht immer noch um die Welt der Menschen, der Medialen und der Gestaltenwandler. Diese ganze Welt befindet sich ja immer noch im Umbruch und macht immer noch eine ganz, ganz große Entwicklung durch. Und unsere Charaktere müssen sich hier in dieser Welt zurechtfinden und wichtige Entscheidungen treffen, was halt auch sehr, sehr starke Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn sie die falschen Entscheidungen treffen. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Es ist einfach nochmal quasi eine Zusammenfassung von allen Charakteren, nochmal so ein richtiger Abschluss, der das Ganze einfach nochmal mit abrundet, was jetzt die ersten 14 Bände betrifft und die ganzen Charaktere in diesen Bänden. Und es war wirklich sehr, sehr schön, einerseits, wie gesagt, das zu lesen. Andererseits war es natürlich sehr, sehr anstrengend, da man halt, wie gesagt, immer wieder die Charaktere gewechselt hat und sich immer wieder auf was Neues einstellen musste. Der Haupthandlungsstrang wurde zwar immer fortgesetzt, aber man sprang dann halt in dieser Welt einfach immer von Person zu Person, von A nach B und ja, war halt ein bisschen schwierig. Ansonsten hat mir das Buch wieder ultra gut gefallen und ja, so viel kann ich zu diesem Buch auch gar nicht sagen. Wie gesagt, es ist Band 15 der Reihe und da es hier nicht direkt um ein Pärchen geht, möchte ich natürlich auch nicht zu viel verraten. Nur es war ein richtig guter Abschluss für die erste Staffel und ich bin gespannt auf das neue Buch, was im September erscheint. Und ja, schauen wir mal, wie sich die Welt dann entwickelt hat und ob wir einen Zeitsprung machen oder nicht. Das ist die Frage. Aber wer die ersten 14 Bände gelesen hat, sollte dieses auch auf jeden Fall lesen. Ganz, ganz toll. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, war der letzte Teil einer Reihe. Und zwar Dämonentochter, verzaubertes Schicksal von Jennifer Armentrout. Wie gesagt, es ist der letzte Teil der Dämonentochter-Reihe, Teil 5. Und es war einfach ganz, ganz toll, in diese Welt nochmal einzutauchen. Ich hatte so die ersten 30 Seiten Probleme, weil ich den vierten Band vor anderthalb Jahren gelesen habe. Da hatte ich am Anfang so die ersten 20, 30 Seiten so, wie war das noch gleich? Aber man bekommt hier sehr, sehr, sehr schnell mit, was alles passiert war und wie die ganzen Zusammenhänge war. Und ja, da ist man sehr, sehr schnell wieder drin in der Geschichte, auch wenn da so viel Zeit da dazwischen liegt. Und es ist auch hier ein ganz, ganz toller Abschluss für diese Reihe. Ich finde, wie Jennifer Armentrout das am Ende alles gelöst hat, einfach nur richtig, richtig gut. Und ja, ich kann euch die Dämonentochter-Reihe auf jeden Fall nur empfehlen. Gerade weil nächstes Jahr im HarperCollins Verlag die Götterleuchten-Reihe erscheint. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Auf jeden Fall ist das das Spin-off zur Dämonentochter. Und ich empfehle sowieso jedem vorher die Dämonentochter zu lesen, bevor ihr Götterleuchten lest. Also das erste heißt das Erwachen des Licht. Denn es geht in der Götterleuchten-Reihe, doofe Reihenbezeichnung, genau wie Dämonentochter. Götterleuchten, Dämonentochter. Können die es nicht einfach aus dem Englischen übernehmen? Da ist das The Covenant Series, finde ich viel cooler. Und das andere ist die Titan-Reihe, finde ich auch viel cooler. Naja, egal. Auf jeden Fall, in der Götterleuchten-Reihe geht es um einen Nebencharakter aus der Dämonentochter-Reihe. Und wenn man weiß, was mit diesem Charakter am Ende passiert, indem man die Götterleuchten-Reihe liest, spoilert man sich hier ganz, ganz arg für das Ende der Dämonentochter-Reihe. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen würde ich euch empfehlen, lest diese Reihe noch, bevor ihr die andere nächstes Jahr anfangt.
auch wenn es sehr, sehr schwierig ist und hart ist und gemein ist, aber es ist immer noch das Beste. Zum Inhalt kann ich nur so viel sagen, dass es hier immer noch um Alex und Aiden geht, die versuchen, die Vernichtung der Menschheit durch die Götter zu verhindern. Und ob es den beiden am Ende gelingt und wie am Ende das Ganze ausgeht und wer am Ende vielleicht auf der Strecke bleibt, das ist das, worum es in diesem letzten Teil hier geht. Und ich fand den Abschluss, wie gesagt, einfach nur phänomenal und ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Damit sind wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video und zwar ist das Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen von Jennifer Lumtraut. Dieses Buch ist so unglaublich dünn. Wenn man hier Nalini Singh und diese ganzen Bücher gelesen hat im Vorfeld und dann kommt Tempting Love. Also es ist wirklich ultra dünn. Ich muss sagen, dieses Buch ist leider ein schwächerer Teil wieder von Jennifer Lumtraut. Man merkt einfach, dass das eine Reihe ist, die sie schon vor ganz, ganz langer Zeit geschrieben hat und dass es, glaube ich, ihre erste Reihe ist, in der Erotik mit drin vorkommt. Also es hat sie auf jeden Fall geschrieben vor Wait For You und vor Fridged und im Ganzen. Also das war so ihre erste Reihe in die Erotik-Richtung und das merkt man auch. Ich finde, die Charaktere sind in diesem Buch trotzdem sehr, sehr liebenswert. Also ich mochte die Charaktere wirklich sehr, sehr gern. Ich fand halt einfach nur, dass die Geschichte leider ein bisschen zu knackig ist und zu kurz ist. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr gehabt. Und ich fand die Handlungsweisen der Charaktere teilweise sehr übertrieben. Ich meine, ich stehe auf Kitsch und Klischees und den ganzen Scheiß, aber das war mir in diesem Buch teilweise schon ein bisschen zu viel und zu unglaubwürdig und war eine schöne Geschichte, hat mich jetzt aber leider nicht vom Hocker gerissen. Wie gesagt, leider ein schwächeres Jennifer Lumtraut Buch für mich. So im Vergleich zu den anderen. Aber unter der Prämisse, dass es ihre erste Reihe in diese Erotik-Richtung gewesen ist, kann man sagen, finde ich doch noch ganz, ganz gut. Und ich werde die anderen Teile dieser Reihe, es sind drei Teile insgesamt, werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe ja gesagt, ich lese alles von Jennifer Lumtraut und Samantha Young und Laura Newman, was jemals rauskommt. Das muss einfach sein. Und ansonsten noch ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Madison und Chase. Und Madison und Chase sind seit frühester Kindheit gute Freunde. Und Madison will aber schon seit ganz, 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 ganz langer Zeit eigentlich viel, viel mehr und wurde aber von Chase schon mehrfach zurückgewiesen in diese Richtung und jetzt ist die Hochzeit von ihrem Bruder und durch Verkettung unglückliche Ereignisse, nennen wir es mal so, müssen die beiden sich ein Zimmer teilen und natürlich kommen dann die Gefühle wieder hoch und ob Madison es dieses Mal gelingt, die wahren Gefühle von Chase zu ergründen, denn er macht immer so Anspielungen, das ist es, worum es in diesem Buch geht und ob die beiden eine Chance haben. Mein Fazit zu Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen, es ist jetzt kein überragendes Buch, aber so für zwischendurch, gerade weil es so dünn ist, kann man das schon mal mitlesen, es ist eine niedliche, nette Geschichte so für zwischendurch. Kann man das noch so sagen. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Wie gesagt, es waren zwei Fortsetzungen. Da kann ich immer nicht so viel dazu sagen. Und ansonsten, wenn ihr diese Bücher gelesen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.